Wir Liberale haben großen Respekt vor den Menschen, die es im Leben schon zu etwas gebracht haben. Wir haben großen Respekt vor den Menschen, die sich etwas erarbeitet haben, die ihre Frau, ihren Mann im Leben stehen können. Aber unser Herz und unsere Leidenschaft, die gilt denen, die überhaupt noch etwas erreichen wollen, die sich erst noch auf den Weg machen wollen, die ihre Chance suchen wollen. Die Einsteiger, die Aufbrechenden, die Außenseiter, die Newcomer, die Start-ups, für die machen wir uns stark. Ich glaube, die beste soziale Politik ist nicht die, die dann interveniert, wenn Menschen bedürftig geworden sind, sondern die beste soziale Politik ist jene, die in die Chancen und Köpfe der Menschen investiert. Die sozialste Politik, die wir machen können, das ist eine Bildungspolitik, die Menschen befähigt, die Souveränität über ihren eigenen Lebenslauf auch tatsächlich auszuüben. Mehr denn je bin ich davon überzeugt, dass der Klimaschutz kein Nischenthema ist, sondern ein Wohlstands- und Wachstumsthema. Ein Thema, das nicht in die Nische gehört, sondern ins Zentrum unserer Anstrengungen. Ich gehe so weit zu sagen, dass unser Tempo und die Qualität der Technologie beim Klimaschutz über unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand entscheidet. Nicht nur wir als Menschen brauchen einen Booster, sondern die wirtschaftliche Entwicklung, die durch die Pandemie gebremst wurde, die benötigt ebenfalls einen Booster. Und das genau ist dieser Nachtragshaushalt. Er dient nicht der Finanzierung allgemeiner politischer Vorhaben, sondern es geht darum, gezielte Impulse zu setzen, um die wirtschaftliche Erholung und das Wachstum zu verstärken und nicht vorgenommene Investitionen vorzunehmen. Er baut gewissermaßen auch die Brücke in die nähere Zukunft. 2023 wollen wir ja zurück zur Normalität der Schuldenbremse des Grundgesetzes. Aber die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, die werden dann trotzdem noch nicht restlos überwunden sein. Ich finde gut, dass die FDP sich einsetzt für Schiene, im Übrigen auch für das Rad, aber eben auch für das Auto. Gerade im ländlichen Raum sind die Menschen auf das Auto angewiesen. Übrigens ist es auch eine unserer großartigen Schlüsseltechnologien. Und deshalb geht es darum, den Menschen die Freiheit zu geben, sich das individuelle Mobilitätskonzept zu wählen, das zu ihnen passt. Mitunter wechseln die Mobilitätsbedürfnisse ja auch von Tag zu Tag, abhängig davon, was man sich für den Tag vorgenommen hat oder welche Wetteraussichten es gibt. Es macht eben einen Unterschied, ob freie Demokraten Mitverantwortung tragen oder nicht. Und deshalb in diesem Jahr für die Freien Demokraten werben wir wieder viermal um ihr Vertrauen. Wir werben um ihr Vertrauen als eine eigenständige liberale Kraft, als eine Kraft, die ihre Freiheit ins Zentrum ihrer Bemühungen stellt und die alles in ihrer Macht Stehende tut, nach bestem Wissen und Gewissen, aus dem Mandat, das sie uns geben, möglichst viel liberale Politik zu gewinnen.